Ja, hallo Leute, ich bin wieder LeoStarsFleek 333 und jetzt mache ich mein Update 41, müsste das sein. Ja, ich fange mal gleich bei dem, beim ersten Wochen an. Ist ja logisch, dass ich beim ersten anfange. Ich war ja jetzt vorgestern, also Montag, mit dem MobMaker 363 in Oberhausen im Zentro und hatte mir, da hatte ich auch schon Videos drüber gemacht, was ich mir alles geholt hatte. Und da habe ich die Sachen jetzt einsortiert in einen Sortierkasten, den ich mir Samstag geholt hatte. Ich zeige euch den einmal, habe ich mir aus dem Baumarkt geholt, Obi besser gesagt. Ich will jetzt hier nicht so viel schlechter machen. Naja, jedenfalls habe ich hier die Teile einsortiert, die ich mir da geholt habe. Auch andere Teile, Braunstein, Detailstein, ist ja viel, Baumstämme, Platten, habe ich mir jetzt alles in diesen großen Sortierkasten gemacht. Ja, geht auch, glaube ich, zu. Naja, nicht ganz. Also irgendwas ist jetzt zu... Ich weiß nicht jetzt was, also... Aber ja, da habe ich das jetzt alles einsortiert. Dann habe ich meinen Commander Fox geupdatet. Dem fehlt jetzt nur noch diese Antenne hier, da am Visier. Da klebe ich noch irgendwie eine Antenne dran. Sonst ist der jetzt fertig. Ich habe hier die weißen Striche jetzt endlich machen können. Ich habe das Torso angemalt. Rücken auch angemalt. Ja, also den Rücken auch angemalt. Weil es ja dafür keine Decals, soweit ich weiß, habe ich jedenfalls keine gefunden. Dann habe ich mir auch in Oberhausen, im Zentro, diese Farbe hier geholt. Silber ist das. Und die werde ich verwenden, um mir daraus einen Commander Gree aus Episode 3 zu machen. Das Torso ist es unwichtig. Also der Torso ist es unwichtig, da kommen Decals drauf. Schwarze Beine, graue Arme. So ein Blaster, ein Fernglas und halt ein weißer Area Light Helm. Der wird einmal erst ganz in Silber angemalt und dann kommen da halt die grünen Markierungen und sowas drauf. Ja, und dann habe ich mir noch vorgenommen, in nächster Zeit mal Commander Cody aus Episode 3 zu machen. Oder jedenfalls aus Staffel 4 oder Phase 2 zumindest. Und dafür brauche ich aber noch ein oranges Area Light Visier, also Sonnenvisier, Phase 2. Wenn das irgendwer hat, also Area Light, Orange, Phase 2 und Sonnenvisier. Also diese vier Sachen halt. Also so ein Cody-Visier für so einen weißen Area Light eben. Wenn das einer hat, schreibt er das bitte in die Kommentare. Ich gebe dafür einiges. Also nicht einiges, aber ich gebe dafür was Gutes. Beziehungsweise brauche es. Sagen wir es mal so. Ich brauche eins. Und ja, also dafür würde ich was geben. Wenn das einer hat, bitte in die Kommentare hier schreiben. Ja, den werde ich mir auch wahrscheinlich auch noch machen. Da muss ich mir auch noch Orange für holen als Farbe. Ja, dann das nächste, ein paar Tausche, die ich jetzt gemacht habe. Einmal mit Jakob Bauer habe ich ihm 13 Euro gegeben. Dafür hat er mir jetzt einen Zwergspinoiden und zwei Weißberg Car Aerial Light Helme gegeben, die ich vertauschen würde. Ja. Also vielleicht will ja irgendwer, hat ja einer so ein Sonnenvisier und wird irgendwie das mit noch was anderem gegen so ein Makara-Helm tauschen oder so. Also die brauche ich nicht selber, die vertausche die weißen Helme. Die weißen Helme, ja. Mit Leo Star Wars 1477 habe ich East Cross mit Lichtschwert gegen zwei Steps getauscht. Ohne die beiden Druiden da drauf, die habe ich da jetzt einfach nur draufgestellt. Also ohne die beiden Druiden, nur die beiden Steps mit diesen Haltern. Dann habe ich mit LM Jarhead gegen zwei Stormtrooper und einen Stormtrooper-Helm Cody mit so einem teilweise Rüstung, war aber auch in der Torschbörse so, also muss da nicht mehr Rüstung haben. Dann ein Custom Wolfpack mit cooler Custom Waffe und ein Geonosianer mit Flügeln und Waffe getauscht. Dann habe ich mit Y Youth Root Plo Koon und einen roten Custom Druiden gegen zwei Stormtrooper und einen Episode 3 Piloten sein getauscht. Also sollte eigentlich ein Sollten eigentlich zwei Episode 3 Trooper und ein Episode 3 Pilot sein, aber er hatte sich damit Stormtrooper so vertan. Und ja, da habe ich halt Stormtrooper gekriegt. Die vertausche ich wahrscheinlich auch noch. Beziehungsweise das sind die für LM Jarhead sind. Ich habe noch einen, deswegen war ich jetzt gerade durcheinander gekommen. Also ich schicke noch an LM Jarhead zwei Stormtrooper und einen Stormtrooper Helm ab. Ja. Dann habe ich mit Leo Gizmo 2000 Assage Ventress mit Lichtschwertern gegen einen Wolfpack Trooper mit Jetpack und Waffe getauscht. Ja, so bei dem von Alan Chart ist auch halt auch ein Jetpack dabei. Ja, das zu den ganzen Tauschen. Dann hatte ich jetzt, ist schon ein paar Tage her, so eine Woche oder so, aber das ist halt seit dem letzten Update nicht.
habe ich für, also habe ich von einem von YouTube diesen AAT gekriegt. Ja. Und ja, das ist eigentlich zu den Sachen. Dann hatte ich mir noch, also habe ich jetzt hier meine Dosen mit Steinen, 2x6 und 2x4er. Habe ich mir auch noch, upsala, mir auch ein paar noch geholt. Habe ich mir ja noch im Zentrum eine neunte Platte geholt. Was kann ich noch zeigen? Ach ja, meine WW2 Sachen. Da werde ich bald weitere Figuren mit Decals machen. Da kommt auch bald ein Mock von. Ja, das eigentlich so viel zu den Sachen, die ich jetzt zeigen könnte. Ja, dann sollte ich ja eigentlich, habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt, einen zweiten, also einen ATT und einen zweiten AAT bekommen. Der ist jetzt schon seit Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, 11 Tagen unterwegs oder halt nicht unterwegs, also unterwegs, aber ich habe ihn halt noch nicht bekommen und ja, wir wissen halt beide, sowohl der YouTuber, der mir den schickt, beiden Fahrzeuge schickt, noch ich wissen, was damit ist. Ich werde da vielleicht mal gucken, ob ich mal da wie bei DHL anrufen kann, was mit dem Paket ist oder so. Ja, dann kommentiert, bewertet, abonniert und tschüss.